Als N-Wagen wird eine Gattung von Personenwagen der Deutschen Bundesbahn bzw. der Deutschen Bahn AG bezeichnet. Für den Einsatz im Nahverkehr, aber auch zur Verstärkung von Schnellzügen beschaffte die Deutsche Bundesbahn zwischen 1958 und 1977 insgesamt mehr als 4800 Wagen. Der Kennbuchstabe N bedeutet nach dem UIC-Bauartbezeichnungssystem für Reisezugwagen, Nahverkehrswagen mit einer Länge von mehr als 24,5 Metern, Großraum mit Mittelgang in der zweiten Klasse und zwölf fiktiven Abteilen und Seitengang in der ersten Klasse, zwei Mitteleinstiegen und konventioneller DB-Wendezugsteuerung. Merkmal der Serienwagen war die unlackierte Außenhaut aus nicht rostendem Edelstahl und dem dafür typischen aufgebürsteten Faunaugenmuster unterhalb des Fensterbandes, was ihnen den Spitznamen Silberling einbrachte. Die ersten Steuerwagen besaßen am Führerstandsende eine Übergangsmöglichkeit zum nächsten Wagen, weshalb der Lokführer rechts des Ganges in einem zugigen kleinen Räumchen auch unter dem Namen Hasenkasten bekannt saß. Ab 1972 wurden die Lokführer dann aus ihrem Hasenkasten befreit und steuerten jetzt ihren Zug vom modern gestalteten Karlsruher Kopf aus. Der Erfolg des Produkts bewog die DB, ab 1990 die Wagenflotte zu modernisieren. Sitze wurden neu bezogen, Gepäckablagen geändert und die Wagen mit neuen Außenlackierungen versehen. Es entstand eine Vielzahl unterschiedlicher Varianten, die als Redesign-Wagen bezeichnet wurden. Der Karlsruher Kopf erfüllte ebenfalls nicht mehr den Vorstellungen von einem modernen Arbeitsplatz. Aus diesem Grund wurde Anfang der 1990er Jahre vom RAB Wittenberge der Prototyp eines neuen modularen Führerstandes entwickelt, bekannt unter dem Namen Wittenberger Kopf. Technisch wurde der Steuerkopf aufgerüstet, welche die Steuerung jetzt mit Diesel als auch mit Elektrolokomotiven ohne weiteren Umbau des Führerstandes ermöglicht. Nach dem gleichen Schema wurden auch zahlreiche ex-deutsche Reichsbahnen, die Halberstädter Mitteleinstiegswagen, zu Wittenberger Steuerwagen umgebaut. Durch ihre weite Verbreitung waren die N-Wagen ein natürliches Ziel für Spitznamen. Silberling ist nur einer von den vielen. Mit der Lackierungsvielfalt tauchten Namen wie Grünlinge oder Mindlinge später als verkehrsrot die Farbe der Farben war, wurden sie zu rotlingen. Eso hat unter der Marke Pullmann diese Rotlinge, die N Nahverkehrswagen in verkehrsrot der DB Epoche 6 und die Ursilberlinge Epoche 3 aufs H0 Gleis gesetzt. Die Wagenmodelle der N Wagen Silberlink in verkehrsroter Ausführung Epoche 6 der DB einschließlich des Steuerwagen Bittenberger Kopf sind eine Formneuheit und exakt maßstäblich wiedergegeben. Sie sind in folgenden Varianten im Fachhandel erhältlich. Steuerwagen zweite Klasse BNRDZF 483.1 Artikelnummer 36474. Sitzwagen zweite Klasse BNRZ 451.4 Artikelnummer 36 470 Sitzwagen 2. Klasse BNRZ 451.4 Artikelnummer 36 471 Sitzwagen erste und zweite Klasse ABNRZ 418.4 Artikelnummer 36473. Die Sitzwagen sind unkompliziert mit einer ESU-Innenbeleuchtung nachrüstbar. Nach Abheben des Wagendaches kann die ESU-Beleuchtungsplatine dann an den freiliegenden Lötfahnen am Wagenkasten angelötet werden. Die Inneneinrichtung ist mehrfarbig ausgeführt. Die Sitzbänke sind separat eingesetzt. Die Faltenbälge an den Wagenenden sind gefedert ausgeführt. Die Bedruckung und Lackierung ist makellos sowie trennscharf und entspricht dem derzeitigen Betriebszustand. Freistehende Griffstangen sowie geätzte Trittstufen an den Wagenenden und an den Einstiegen runden den hervorragenden Gesamteindruck der Wagen ab. Die Drehgestelle sind mehrteilig ausgeführt mit Nachbildung der Klotz- oder Scheibenbremsanlage einschließlich der exakten Nachbildung der glatten Scheibenräder in der verkehrsroten Ausführung der Epoche 6-Wagen. Achslagerbleche und Halbachsen sorgen für eine reibungsfreie 8-Punkt-Stromabnahme. Die Bügelkupplungen sind im kulissengeführten Normschacht nach NEM eingesetzt. Für die AC-Variante ist ein entsprechender Radsatz unter der Artikelnummer 41200 erhältlich. Der befahrbare Mindestradius beträgt 360 mm. Die Wagen haben eine Länge über Puffer von 303 mm. Der Steuerwagen ist bereits ab Werk mit einer digitalen Stirn und Innenbeleuchtung für DCC und Motorola-Betrieb ausgestattet. Die jeweilige Betriebsart kann an der im Steuerwagen verbauten Platine umgeschalten werden. Folgende Funktionen können am Steuerwagen abgerufen werden: F0 Lichtwechsel Weiß-Rot F1 Führerstandsbeleuchtung F2 Beleuchtung Fahrgastraum. F3 Gepäck- und Mehrzweckraumbeleuchtung. F4 Zugzielanzeige. F5 Führerpultbeleuchtung. F6 Fernlicht. Mit der Formneuheit der N-Nahverkehrswagen Silberlinge der Epoche 3 und 6 der ESO-Marke Pullmann wird ein weiterer Wunsch der h 0 erfüllt. Ein Nahverkehrszug, gebildet aus den Ur-Silberlinge der Epoche 3 oder den Epoche 6-Wagen, lässt was Detaillierung sowie digitale Ausstattung betrifft, keine Wünsche offen. Als Zuglok für die Epoche 6-N-Wagen bietet sich aus dem Eso Programm die BA245 der DB mit der Artikelnummer 31094 an.